Ende Juli in Tirol. Auf der Hochalpenstraße am Timmelsjoch setzt die BMW Group Classic die spektakulärsten Fahrzeuge der Rennsportlegende Nelson Piquet in Szene. Sein Sohn Nelson Piquet Jr. ist der Fahrer der Sportwagen. Sie sind wunderschön. Vielleicht auch, weil mein Vater sie gefahren hat und damit so erfolgreich war. Keine Frage, ich nutze jede Gelegenheit, um mit diesen Autos zu fahren. Der junge Piquet, selbst Rennfahrer, ist zuerst mit dem M1 Pro Car des Vaters unterwegs. Mit diesem 470 PS starken Sportwagen gewann Piquet Senior im Jahr 1980 die BMW M1 Pro Car Meisterschaft. Ein weiteres Highlight ist der Brabham BT52. 1983 wurde Nelson Piquet damit Formel 1 Weltmeister. Heute sitzt sein Sohn im Cockpit des legendären Formel 1 Rennwagens. Der BT52 wird von einem BMW Turbomotor mit rund 700 PS angetrieben und fordert jede Menge fahrerisches Know-how. Dieses Auto zu fahren ist 10-mal schwieriger. Bei jeder Runde muss man fehlerfrei die Gänge hoch- und runterschalten. Heutzutage geht es in der Formel 1 um Beschleunigen und Bremsen. Geschaltet wird fast automatisch. Damals wurde dem Fahrer noch viel abverlangt. Anschließend warten auf Piquet noch weitere Classic Racer. Im Hochalpengebiet, auf gesperrten Straßen, mit legendären Fahrzeugen unterwegs zu sein. Für jeden Rennfahrer ein echtes Highlight.